Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin wieder live auf Twitch und wir spielen die Black Widow Challenge mit unserer lieben Chloe. Ja, letztes Mal war es wild. Wir waren in Batuu und haben uns überlegt, welche Seite der Macht wir anstreben. Ob wir zur bösen Seite gehen, zur dunklen oder lieber zur hellen Seite. Wir haben einige Dinge nebenbei ausprobiert, sind schon in einem Raumschiff geflogen und haben uns alle Bereiche so ein bisschen angeguckt. Es war wild. Es war wild und wir haben uns schlussendlich dann für die dunkle Seite der Macht entschieden. Und genau da machen wir weiter, denn wir suchen uns jetzt einen Mann aus der dunklen Seite aus. Und der wird dann Ehemann Nummer 3. Und ich möchte gar nicht lange fackeln. Wir fangen direkt an. Let's go! Hi! Hallo! Schön, dass du da bist, Adi. Hi, hi! Hi, hi. Na, wie geht's dir, Adi? Ja, das sind wir bei unserer lieben Chloe. Chloe ist zurück nach Hause gefahren, beziehungsweise geflogen oder was auch immer man macht, um von Batuu zurückzukommen. Da wir festgestellt haben, es gibt ein paar Probleme mit dem Plasma in Batuu. Wir können weder durch normales Essen unser Hungerbedürfnis füllen, noch können wir Plasma mitnehmen, noch können wir Plasma trinken. Wir sind einfach absolut aufgeschmissen. Das heißt, wir müssen immer wieder zurückkehren. 9 für 11, ja, das ist das falsch. Das von der 1000 Baby Challenge. Haben wir nicht gesehen. Ja, das heißt, wir sind zurückgekommen, sind in unser normales Chaos zurückgekehrt. Unsere Kinder sind älter geworden, sind jetzt Kinder, haha. Malte und Rudi, ja, von unserem Erwin, Ehemann Nummer 1. Und Oceana ist jetzt ein Kleinkind. Sie ist auch eine super süße Zuckermaus. Ich würde jetzt aber gar nicht so viel Zeit hier verlieren. Ich würde mir jetzt einfach... Oh Gott, wir haben ja das Problem, wir sind ja ein guter Vampir. Wir dürfen ja niemanden aussaugen. Das heißt, wir müssen uns wieder Plasma bestellen, denn wir haben keins mehr. So, das heißt, wir bestellen uns lecker schmecki Plasma. Können wir das hier so bestellen? Plasma-Gurte bestellen. Ganz genau. Um unser Hungerbedürfnis komplett zu füllen und dann wieder nach Batuu zu reisen. Damit wir vorankommen. Ich möchte den nächsten Ehemann kennenlernen. Trinken. Die Schmuggler haben wir schon ein bisschen kennengelernt und haben sie auch lieben gelernt. Mit denen sind wir schon ganz gut und haben schon ein paar Aufträge erledigt. Die Sache, ja, ist die, wir können die Schmuggleraufträge erledigen und können gleichzeitig entweder die gute oder die böse Seite ja, als unsere Main-Seite haben. Und das bedeutet, wir können die Schmuggler auch hochboosten, was sehr cool ist. Da können wir einige Sachen erleben. Ja, gut. Mehr wollte ich gar nicht sagen. So, ich ziehe aber leider schon weiter, habe ziemlich Hunger, wünsche noch einen schönen Stream und bis Sonntag. Tammy, ich wünsche dir einen wunderschönen Abend. Vielen, vielen Dank, dass du hier eingeschaltet hast und danke für deinen Raid. Dankeschön. Bye, bye, Tammy. Viele Babys sind schon... Sind schon hart? Was? Was meinst du? Was meinst du, Deichpuste? Wie viele Kinder haben wir jetzt behalten und von wem? Chat? Einige, einige. Guten Appetit und gute Nacht dir. Ganz genau. Einige. Ich glaube, also wir haben aktuell 11 Kinder bekommen. Und die anderen Kinder sind noch nicht geschlüpft bei Bruno. 4 Frauen sind schwanger und von 3 müssen wir die Kinder behalten. Ja. Und ich glaube, 2 davon bekommen Zwillinge oder nur eine davon bekommt Zwillinge. Auf jeden Fall bekommen wir 4 oder 5 Babys, die jetzt dann in unser Haus einziehen. Freue ich mich drauf? Nein. Ganz klar, nein. Seht Hallöchen! Ich kann nicht schreiben. Ach, alles gut, da ich fuß da. Alles gut. Ja, wir haben Janine genervt am Sonntag. Ach, das war wild. Paulina, wenn du es wissen willst, von die ganzen Sachen, guck dir einfach das YouTube-Video an. Da ist alles, was du verpasst hast, kannst du dann nachschauen. Guck einfach das YouTube-Video an. So. Die Frau ist immer noch nicht satt. Ich finde es krass. Vor allem die selbstgemachten Blutbeutel, die sättigen ja auch nicht mehr, oder? Oder habe ich das einfach nur nicht wahrgenommen? Ich finde, die sättigen nicht viel mehr. Ja, stimmt, mache ich dann danach.
Ja, wir haben Janine genervt am Sonntag. Ja. Hallo Anna, Hallöchen. Hi. Heute war OP-Vorgespräch. Am 6.7. geht's unters Messer. Ich drück dir ganz doll die Daumen. Ich denk an dich, ja. Ich denk an dich. Oh Mann, ey. Es hart, ein Vampir zu sein und dieses netter Vampirbestreben zu erfüllen. Vor allem haben wir doch schon so viele Tage ohne von jemand anders zu trinken. Überlebt, dachte ich zumindest. Okay, alles ernten auf jeden Fall. Dann haben wir schon mal einmal abgeerntet vom Plasmabaum, was natürlich auch eine fancy Sache ist. Sehr schön. Gut. Es gibt neue Emotes von Twitch. Oh, die sind ja süß. Die sind ja süß. Lene, bye, hallo. Sid, hallo. Was ist denn da los? Bye, bye, Lene. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Oder hier auf Twitch. Du kannst es auch noch nachschauen. Von Folger wahrscheinlich. Ja, voll fancy, richtig süß. Mai, 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 Chloe, ne? Mach mich nicht sauer, Girl. Nee, nee. Oh, mit Krone, so habe ich auch mal eine. Ja, also bei mir gibt's auch Krönchen, ne? Also muss man sagen. Bei mir gibt's auch Krönchen. Leandra, hast du eigentlich auch ein Krönchen? Nee, Leandra hat noch kein Krönchen. Ein paar Kinder waren in der Schule gemein zu einem Freund. Ich wollte helfen, aber ich wusste nicht, was ich machen soll. Was denkst du, hätte ich tun sollen? Schreite ein und verteidige deinen Freund. Halte dich raus und tröste den Freund anschließend. Hole einen Erwachsenen. Ja, Chloe sagt auf jeden Fall, schreite ein und verteidige deinen Freund. Ganz klar ist das, was Chloe tun würde. Aber ich bin mir echt nicht sicher, ob Rudy Robin das tun sollte. Das sage ich euch ehrlich. Ja, habe ich, aber geht irgendwie gerade nicht einzustellen. Ach so, also hast du doch. Wie, es geht nicht einzustellen. Chris müsste doch auch eine haben, oder? Okay, dann probieren wir es jetzt mal. Wo ist denn das? Wo ist denn das? Hier, reisen. Urlaub nehmen, reisen. Reisen? Alleine. Glück, bis später vielleicht. Bis dann, Deichpuster. Einen wunderschönen Abend, falls du nicht mehr da bist. Reisen wir jetzt oder machen wir es? Ach so, ja, okay. Ja, Janine, ja. Ganz genau. Wie lange spiele ich schon Sims? Ich will es gar nicht wissen. Urlaub nehmen. So, in Urlaub fahren mit niemandem. Wir wollen ganz alleine in den Urlaub fahren. So wollen wir das. Danke dir auch. Dankeschön. Und danke nochmal für deinen Follow. Du. Fühle ich dieses Einschreiten? Hus, Hus, Grundschulzeiten war ich schlimm. Paulina. Da wollen wir hin. Wie? Wieso? Wieso sind jetzt die Kinder dabei? Stopp. Stopp. Stopp, 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 stopp. Wir wollen alleine Urlaub machen. Ohne Kinder. Ganz alleine. Ganz alleine. Richtig. Ohne Kinder. Nur wir. Wir haben nämlich Dinge zu erledigen. Ba, ba, ba. Ja gut, jetzt sind wir alleine. Alles gut. Entspannt, entspannt. Wir wollen zur ersten Ordnung. Und jetzt ist die Frage, Livia, Hallöchen, Lukas, hallo. Schön, dass ihr da seid. Ihr zwei, wie geht's euch? Hi. Lukas hat ein Krönchen. Hallo, Livia. Livia muss auch ein Krönchen haben. Livia muss auch ein Krönchen haben, da bin ich mir sicher. Während der Ferien kümmert sich ein Sitter um Rudi, Robin, Malte und Ozeana. Schönen Urlaub noch. Ah ja. Okay, also.
Ihr habt letztes Mal gesagt, wir sollen einfach ihn anbaggern. Wir könnten aber rein theoretisch auch schauen. Gut, und dir, meine Liebe? Gut, geht's mir, Lukas? Sehr gut. Wir könnten auch natürlich aufsteigen im Rang. Und dann versuchen, andere kennenzulernen. Weil ich habe gehört, es gibt noch fancy-schmancy Leute hier, die man aus Star Wars kennt, ja? Das meine ich jetzt ernst. In Grundschule war immer ich, immer so eine, die Freundin wurde genervt. Ich bin da dazwischen angeschrien. Ja, ich weiß. bitten, Mission anzusehen. Ich glaube, wir haben tatsächlich hier schon eine. Genau. Propaganda der ersten Ordnung verbreiten. Die nicht der ersten Ordnung angehören, für die Interaktion Propaganda aus. Okay, alles klar. Das wird wahrscheinlich bedeuten, dass wir nochmal in den anderen Bezirk watscheln müssen. Können wir das einfach so? Nee, natürlich nicht. Also. Do it again. Dankeschön, Linia, für 6 Monate. Dankeschön, ein halbes Jahr. 6 Monate, wie? Weh, 6 Monate, weh. Livia, dankeschön, ein halbes Jahr, du Maus. Dankeschön, ja. Ein halbes Jahr. Die Zeit vergeht so schnell, um Gottes Willen. Also was wird? Wee! 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 Livia, danke schön. Vor allem, dass du so lange dabei geblieben bist. Ich freue mich so sehr. Danke, du Maus. Ich freue mich. Ich habe seit gestern Praktikum. Heute muss ich Abdrücke von Gummi-Ohren? Er hat sich verbessert, als ich in die weiterführende Schule kam. Na Gott sei Dank. Keine Schlägerin mehr, Paulina. Gummiohren, Lukas. Gummiohren? Muss jetzt lernen, deswegen bin ich im Lurky. Alles klar. Danke für deinen Lurk-Support, Livia. Und danke nochmal für dein Abo, du Maus. Dankeschön. Ja, von Gummiohren. Wild. Du-d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 u. Just do it again. So schön, Livia. Propaganda, ja, ja. Hm? Bin ich ein absoluter Fan von Propaganda, sage ich, wie es ist. Ne? Finde ich ganz toll. Vor allem würde ich jetzt sagen, wir gehen vielleicht nicht zu unserem Schurkenfreund. Ich glaube es nicht so gut. Hier die Propaganda. Schurke. Schurke. Propaganda. Toll. Lass mich bitte einfach meine Arbeit machen. Ich glaube, alles, was du willst. Schwierig, schwierig. Bin wieder weg, wünsche euch einen schönen Abend. Ich schaue den Stream später. Bis bald, Sid. Ich wünsche dir auch einen wunderschönen Abend. Schön, dass du dabei warst. Janine, ich schreibe nächste Woche Abi. Dann drücke ich dir ganz, ganz doll die Daumen, Paulina. Ich drücke dir ganz doll die Daumen. Du schaffst das. Du schaffst das. Und ich muss einen Hörtest bei meiner Chefin machen. Ich bin jetzt einfach Profi. Wild, Lukas. Wild, was du alles gemacht hast. Hey, wie geht's? Hallo, Charlie. Na, du Maus, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Mir geht's gut. Lieb, dass du fragst. Dankeschön. Wunderbärchen! Wild. Bin ziemlich aufgeschlossen, also höre ich dir zu, aber normalerweise gebe ich nichts auf Propaganda. Ja, verstehe ich. Ja, habe mehrere Wochen gelernt. Ich hoffe, ich schaffe es. Danke, ich glaube, du schaffst das. Ich glaube daran. Mir geht's auch gut, das freut mich, Charlie. Und ich darf immer 2 Stunden früher gehen. Ja, ja, doch gut, Lukas, oder? Beschweren würde ich mich da nicht.
Beschweren würde ich mich nicht. Was, wieso talkt sie die ganze Zeit so halbherzig? Chloe, ehrlich, geh doch mal hin und rede anständig, bitte, Girl, ja? Also wir wollen hier vorankommen heute. Wäre echt gut. Wäre gut, wenn du halt auch hingehst. Sie so, ich beobachte das lieber aus der Ferne. Ein bisschen Angst habe ich trotzdem. Chloe, ehrlich, geh doch jetzt. Tue ich auch nicht. Eben, eben. Lieben wir. Also diesen Roboter finde ich ja echt fancy, ich sag's wie es ist. Guki, hallo! Ich konnte leider in den letzten Streams nicht dabei sein, da ich sehr im Schulstress bin, aber ich versuche mal wieder dabei zu sein. Ich hoffe, ich habe nicht viel verpasst. Guki, hallöchen! Schön, dass du da bist! Wie geht es dir? Wie geht es dir? Und ich drücke dir ganz fest die Daumen, dass der Schulstress nicht mehr so lange anhält. Es ist so komisch, dass da Lukas mit C steht. Findest du? Ach, sie läuft da hinterher. Chloe, weißt du, wenn du jedem hinterherläufst, ist kein Wunder, dass es so lange dauert. Oh mein Gott, ey. Wieder so ein Gelaber über die erste Ordnung. Entschuldige bitte, aber ich habe rechtschaffende Geschäfte zu erledigen. Aha. Wisst ihr, da gehen wir schon extra in die Bar, weil da viele Leute auf einem Haufen sind und sie rennt jedem einzeln hinterher. Gut, ich hoffe, dass es dir auch gut geht. Den anderen natürlich auch. Ja, mir geht's gut. Okay, mir geht's gut. Und es ist schön von dir zu lesen. Oh mein Gott, Chloe, ne? Jetzt geht's wieder in die Bar. Geschafft! Okay, außerhalb der Frachthalle. Okay, gut. Dann müssen wir jetzt wieder zurück zu diesem Typen. Aber bis gerade eben war ich noch Deichpuster. Nicht dein Ernst? Wirklich, Lukas? Du bist doch wild, ey. Du bist doch wild. Warum das denn? Everybody wants a Katastrophe. Katastrophe. Kata, kata, Katastrophe. Kata, kata. Everybody wants a Katastrophe. Hilfe, ist das laut? Leute, ich habe euch letztes Mal gefragt. Dreimal ist es zu laut. Und ihr so, nö. Oh mein Gott, sie hat ihren eigenen Song. Yes, wartet, ich mach's leiser, Leute. Ich mach's leiser. Ich wusste, dass es zu laut ist. Ich hab's gesagt. Everybody wants a Katastrophe. Sounds. My alerts. Katastrophe. So, wir machen jetzt hier mal auf. Eigentlich müsste das reichen. Everybody wants a Katastrophe. Bisschen zu leise, gell? Katastrophe. Kata, kata, Katastrophe. Kata, kata. Everybody wants a Katastrophe. Ich liebe den Song. Ein bisschen lauter kann. Okay, warte, dann machen wir mal so. So? Everybody wants a Katastrophe. Katastrophe. Kata, kata, Katastrophe. Kata, kata. Doch, ich will wissen, warum. Katastrophe, danke schön für den Katastrophe-Song. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, dir geht's gut. Wow, hallo. Immer noch zu leise, gell? Nein, lass es mal. Everybody wants a Katastrophe. So? Katastrophe. Kata, kata. Katastrophe. Kata, kata. Everybody wants a Katastrophe.
noch zu leise. Ja, hab mich eben mit Sonnencreme eingeschmiert, meine Lektüre-Fragen soweit beantwortet und esse jetzt endlich. Ach, wie schön. Du hast jetzt einen schönen Abend. Katastrophe mit der Krone und dem goldenen Arm. Ich find's fancy. Lieben wir. Lieben wir, du Maus. Passt jetzt von der Lautstärke oder zu leise immer noch? Queen. Voll. Voll. Everybody wants a Katastrophe. Leute, ist es zu laut oder zu leise? An die Mods? Ich habe versucht, das neue Pack mir anzugucken. Das ist ja mal mega krass geil. Findest du, Gurki? Ich bin mir noch nicht ganz so sicher, muss ich ganz ehrlich sagen. So. Es gibt einen Streamer, der hat eine Geschichte erzählt, dass er am Deich von seiner Freundin eingepustet wurde. Also er wurde zum Mann. Wollte mir eigentlich vegetarische Bolognese machen, aber es gab kein veganes Hack mehr. No! Vor allem das mit den Rudeln. Ja, ja. Passt, ja. Gut, ich lasse es mal offen. Safe is safe, Leute. Können wir jetzt weiterspielen. Everybody wants a Katastrophe. Katastrophe. Kata, kata. Lieb mir. Wir haben es geschafft. Wir wollen wieder zurück in diesen Bezirk. Danke. Habe ich wieder ein Ohrwurm. Ich saß heute auf meinem Balkon und habe einfach dieses Lied gesungen. Ja, Katha. Ehrlich. Deswegen heiße ich Deichbußer Lukas, Mann. Oh. Du wilde Hilde. Das ist gerade unsere Mission. Leni, Hallöchen. Unsere Mission ist es, einen Boy aus der ersten Ordnung auszureißen. Ja. Bericht erstatten. Dü, dü, dü. Nein, ich möchte hier Bericht erstatten. Ich möchte jetzt nicht mit irgendeinem Typen reden, der uns sich weiterbringt. Oh Gott, bin ich jetzt erschrocken. So. Mission der ersten Ordnung abgeschlossen. Ein vielversprechender Anfang. Lass dir mein Lob nicht zu Kopfe steigen. Mission abgeschlossen. Belohnung 200 Credits. Erste Ordnung. Ruf Bonusbelohnung. Sieh im Inventar deines Sims nach. Sprich mit Leutnant Agnon bei der Frachtenhalle der ersten Ordnung, um deine nächste Mission zu erhalten. Guck, der geht einfach ins Negative, Leute. Freunde der Sonne. Ich bin ja gespannt. Unsere Patrouillen haben verdächtige Aktivitäten gemeldet und es scheint, dass unsere Vermutungen bezüglich der wachsenden Präsenz des Widerstands hier auf Batuu bestätigt werden. Jemand hat die Ausrüstung der ersten Ordnung manipuliert. Frag nach, ob jemand etwas beobachtet hat. Wir benötigen weitere Informationen, da der Widerstand immer mehr an Einfluss gewinnt. Die Bevölkerung muss erkennen, dass Aktionen gegen die erste Ordnung nicht ohne Folgen bleiben. Aha! Kisten der ersten Ordnung erneut versiegeln. Ah, Ausweise von verdächtigen Einheimischen überprüfen. Halte nach Personen Ausschau, die sich im Bezirk der ersten Ordnung an Versorgungskisten zu schaffen machen. Mhm. Wild. Wild. Wie viele Kisten gibt es? Drei. Ach, hier hinten ist noch eine. Wir beobachten unsere Kisten ganz genau. Gibt es hier noch mehr? Nee. Aber wisst ihr, was ich auf jeden Fall haben möchte? So einen kleinen, ne? Oh Gott, mir fällt der Name jetzt nicht ein. Schande über mich. Anlöchse, meine Aufgaben sind fertig. Jetzt kann ich entspannt zuschauen. WB, Alexandra, schön, dass du wieder da bist. Und nein, Janine, willst du mir einen Ohrwurm verpassen, damit ich im Unterricht daran denke? Ui, war die Stimme gerade eben süß. Wie wäre das mit Chewbacca als Opfer? Ich weiß gar nicht, ob es den gibt hier. Also wir sind ja schon damit, also mit ihm zusammen geflogen, aber ich weiß halt nicht, ob es den so als Person gibt. I don't know. Aha! 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 Ich hab dich
ganz genau gesehen. Ganz genau hab ich dich gesehen. Ja, hab dich gesehen. Nicht in Ordnung, was du hier machst. Willst du bitte ihren Ausweis sehen? Mhm. Ja. Mhm. So, ich bin eigentlich hier, um in die Tabate schauen. Ich dachte eigentlich, das darf man. Ich war mir nicht sicher, dass ich das nicht darf. Tut mir voll leid, ich mach sowas nie wieder. Ah ja. Und jetzt? Haben wir es überprüft, oder was? Eine von drei. Aha. Den gibt es eigentlich echt? Ein Druiden willst du? Dankeschön. Danke, mir ist es einfach gerade nicht eingefallen. Richtig fail. Hier, der auch. Der geht auch hier hin. Und er singt jetzt. Es tut mir leid. Ich wollte das nicht. Ich war keine Absicht. Ich habe mir geträumt, wie mich so ein Kopf angegriffen hat und Tom Holland mich gerettet hat. Jetzt geht das wieder los, Leute. Ach, die überprüft auch. Aha. Können wir ihn trotzdem nochmal überprüfen? Ausweis überprüfen, ja. Müssen wir überhaupt besondere Leute überprüfen oder ist es eigentlich Schnuppi? Immer unsere Träume. Eure Träume sind immer total wild. Oh! Schlägerei! Schlägerei! Wupp, wupp, wupp. Ah ja. Wer gewinnt? Naja, okay. Nicht der Balfour. Balfour hat leider nicht gewonnen. Und aus Prinzip wollen wir jetzt seinen Ausweis sehen. Schönen guten Tag, ich bin Chloe. Nachdem Sie gerade verprügelt worden sind, sind Sie eine verdächtige Person. Ich möchte Ihren Ausweis sehen. Also ja, ich bin Balfour. Eigentlich bin ich ein ganz netter Typ. Aber irgendwie hat mich der blöd angeguckt. Den muss ich einfach die Fresse polieren. Ich habe noch andere komische Träume. Ich hatte heute Nacht meinen zweiten spicy Traum mit Joko und Klaas. Katastrophe, ey. Du schon wieder. Dieses Girl ist nicht mehr normal. Bericht erstatten. Agnon, ich habe meine Sachen erledigt. Es war so, der eine wurde verprügelt, der andere sah komisch aus und hat danach gesungen. Ja, 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 ja. Alles richtig gemacht. Okay. Galaktische Credits. Erste Ordnung Outfit. Interaktion. Ausweis überprüfen. Die folgenden Objekte können am Holotisch der ersten Ordnung gekauft werden. Ein Datenstift schon wieder. Ich freue mich zu sehen, dass du meine Befehle befolgt hast. Du hast Batu einen Dienst erwiesen. Belohnungen, 200 Credits, erste Ordnung Ruhm, Bonusbelohnung, 7 Inventar nach, sprich mit, bla, Frachthalle, bla, und nächste Mission, bla. Aber Chewbacca ist ja eigentlich bei den Schmugglern, gell? Das bedeutet, eigentlich, wenn wir Chewbacca wollen, müssten wir ja, bei den Schmugglern bleiben. Für Joko und Klaas einfach heiß. Einfach ein Kombi. Oh Mann. Oh, die Schwachstelle. Wissen ist Macht. Wer den Informationsfluss steuert, kann den Sieg erringen. Stelle sicher, dass unsere Kommunikation keine Schwachstellen aufweist. Wir brauchen Hilfe bei einer Versorgungsmission. Unser letzter Kurier ist nicht zurückgekehrt. Ich vertraue darauf, dass du vorsichtiger bist. Ah ja! Können wir nicht beides nehmen? Dann halt nicht. Voll du. Ausrüstung, Versorgungskiste der ersten Ordnung halten. Aha. Katastrophe. Kata, kata. Kata, kata. Katastrophe. Kata, kata. Everybody went to Katastrophe. Und jetzt ausrüsten an den Offizier der ersten Ordnung. Wo ist denn der Offizier? Wo ist denn der Offizier? Wo ist denn der? Du kennst eine typische Kappe. Was denn bitte die typische Kappe? Ist das die typische Kacke? Die Kacke. Aha! Aha, Janine, hast du das super gemacht. Aha! Kann man nicht lang.
Good Company. Hallo Luisa! Schön, dass du da bist! Hi, hi! Na, du Maus, wie geht's dir? Erste Ordnung. Ausrüstung liefern. Das wird schon der mit der Kappe sein, gell? Verdammt. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, hätte ich auch nicht gedacht. Nee. Ruf, bla bla bla. Bla bla. Okay, haben wir geschafft. Das war super. Das war super. Und es war eine easy Nummer, die finden wir gut. Also so was schnell und easy geht, finden wir super. Aber es gibt viele Quests in dem Sinne, ne? Und die Sache ist halt die. Ich bin ein bisschen überfordert. Oh, oh. Verdächtig. Oh, wir sind einfach schon verdächtig. Die typische No way. Hast du halt einfach wirklich einen Clip gemacht? Ich habe gehofft, dass das einfach untergegangen ist. Bekommen vielleicht eine 3 in Latein. Ist ja super. Erste Ordnung, Bewachungssystem, ein Kommunikationsturm. Bedienfeld installieren. Wo ist denn bitte der Kommunikationsturm? Hallo? Wo ist der Kommunikationsturm? Klicke auf das Bedienfeld, das am ersten Ordnungskommunikationsturm in der Nähe der Druiden. Depot. Ah, das Ding. Ist das das? Gar nicht wahr. Das? Oh, hier ist eine Versorgungskiste. Hä? Ist das... Leute, das muss doch der Versorgungsturm sein. Eben. Ja, veräppelt mich doch nicht. So ganz genau gewusst. Haben heute Kopiezeugnis bekommen. Habe einfach ein. Einfach 4-1. Ne, super! Unlock, Nebe, Livia. Schön, dass du wieder da bist im Haus. Oha, Glückwunsch. Mhm, sehr, sehr schön. Und dir auch, Luisa. Ich bin stolz auf euch. Ganz genau, Katastrophe. Wir sind stolz auf euch. Ein Gubbel. Gubbel, 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 Gubbel. Für euch. Okay, beliebiges Mitglied der ersten Ordnung Bericht erstatten. Aha, aha. Jetzt sind wir sogar so unwichtig, dass wir nicht mehr zum Leutnant sollen, oder was? Finde ich nicht in Ordnung. Aber meine 3 in Geografie, bin zu stolz auf mich, obwohl ich eine 4 im Test hatte. Hier, super! Freut mich für euch. Das freut mich für euch. Okay. Galaktische Credits, Shuttle-Outfit, Fähnchen, Interaktion, Rekrutierende, Zutritt zur Sicherheitstür der ersten Ordnung. Fancy Schmancy. Bla, bla, bla. Okay. Rekrutin. Liebe. Ja, das war voll schwer. Dann gehe ich noch auf ein Gymnasium und habe einfach so viel Schulstress. Ja, kenne ich. Aber wie man sieht, es lohnt sich. Das ist doch super. Verbotene Wörter. Einfach ihn anschauen. Du stinkendes Lama. Sind das nicht einfach die ganz normalen, die Sachen, die wir jetzt gerade eben schon gemacht haben? Ja. Ach was. Die können wir jetzt... Das war's. Also, okay, passt auf. Wir machen jetzt diese Aufgabe noch und dann möchte ich die vom Leutnant machen. Weil es kann ja nicht sein, dass wir jetzt im Prinzip 5 Aufgaben gemacht haben, die ganz nice waren und die verschieden waren. Und jetzt im Prinzip haben wir Pech gehabt und müssen dann immer wieder den gleichen Shitty machen, damit wir hier die Punkte kriegen. Also das wäre mega unnötig. Also es war sehr unnötig. Was ist mit ihm denn los? Nimm mich jetzt auch, wenn ich stinke, denn schon sag ich winke, winke und goodbye. Ja, ja. Wo ist denn jetzt ein Leutnant? Entschuldigen Sie, wo ist denn ein Leutnant der ersten Ordnung? Wir suchen jemanden. Ah ja, ja, kommst du raus? Nee. Kommt hier jemand? Nee, hoffentlich. Mann, ey, da ist einer mit der Cap.
Ausrüstung liefern. Bitte schön, ich bin die Chloe. Ich bin der Lieferhase. Ja, ich komme hier an und liefere Ihnen alles. Und dann komme so ich. Habe keinen Plan, wie ich meine Klausur bestehen soll, weil ich bei einzelnen Modulen nie da war zur Vorlesung. Da-da! Wir haben es geschafft. Okay, toll. Also ich feiere es gerade schon wieder nicht mehr so. Kylo Ren, Leute, es hat sich gelohnt. Wir können jetzt was mit Kylo Ren anfangen. Zu Kylo Ren gehen. Leute. Hallo, ich bin's, die Chloe. Mit Hallo zu dir sagen. Hallo. Na, nicht nach Widerstand, oh Gott. Hat doch, ist positiv. Der ekelhafte Abschaum ist ganz sicher auf Batu. Wenn du etwas Verdächtiges siehst, erstatte der ersten Ordnung sofort Bericht. Sie sich der ersten Ordnung anzuschließen, ist der erste Schritt auf den Weg zu Ruhm und Erde. Bist du gekommen, um dich uns anzuschließen? Ja. Wie? Kann ich mit ihm flirten? Finde ich nicht in Ordnung. Wieso kann ich nicht mit ihm flirten? Kennenlernen? Tag verschönern. Er fängt wahrscheinlich nichts mit uns an, weil er sich so denkt, ja, wir sind nur eine Rekrutin. Ja, wir müssen fancy sein. Fancy! Wenn du auf das Skript hochlegt, muss man halt eigentlich nicht hin. Ja, dann kenne ich mich da nicht aus. Die ist ja auch fancy mit ihren pinken Haaren. Ich glaube, das habe ich letztes Mal schon gesagt. Wo ist jetzt eigentlich der Typ, der davor war, der Leutnant Agnon? Ist der nicht mehr da? Mann, ey. Agnon! Kylo Ren. Wo ist denn jetzt der Agnon? Ich möchte gerne halt Sachen, so halt Aufgaben machen, Missionen bitte annehmen und so. Kann ich das jetzt? Oder ist das jetzt nicht mehr möglich, weil Agnon einfach jetzt Feierabend hat? Die Stimme. Holy moly, Macaroni, was können wir jetzt hier machen? Erste Ordnung, Ausrüstung kaufen? Ja, das wollen wir auf jeden Fall anschauen. Können wir nicht rein, oder was? Zeit mal nicht so. Du unterstützt die. Ja, und? Komme ich jetzt hier nicht rein, oder was? Ah, da ist er wieder. Hallo Agnon, schön, dass du wieder da bist. Ich möchte gerne die Mission ansehen. Ich habe gehört, du hast neue. Mal was fancy-mancy. Oh, tatsächlich was Neues. Okay, wir machen jetzt aber erstmal das. Wenn du Widerstand hast, hier auf Patrouille, bla bla. Geh auf Patrouille, sei äußerst vorsichtig. Ja, ja, auf Patrouille, Mama. Sympathisanten des Widerstands festnehmen. Oh, das ist fies. Mach Sympathisanten des Widerstands im Bezirk der ersten Ordnung ausfindig. Gefangene bei einem außerweltlichen Gefangenschiff abliefern. Okay. Also wie machen wir das? Okay. Also wir müssen erst irgendwelche Menschen festnehmen. Ausweis überprüfen. Ich überprüfe jetzt einfach seinen Ausweis. Weil er so geguckt hat. So ganz merkwürdig auf unsere Halle. Also das finde ich schon sehr, sehr verdächtig. Sehr verdächtig. Wo ist er denn jetzt? Ah, da. Er kommt jetzt her? Fragen wir ihn jetzt auch? Nö. Ist jetzt hergekommen, aber... Ja. Ich möchte bitte den Ausweis überprüfen. Hallo. Ignoriere mich nicht, Chloe. Müssen wir auch unbedingt überprüfen. Wenn ich alle durchkriege, bis auf Mathe, ist mir alles egal. Und? Müssen wir jetzt den festnehmen, oder was ist da? Ah, hier. Ach, da steht Schurke. Aha. Achso, da steht dann was drüber. Widerstand. Ah! Ein Tag lang erfolgreich widerstanden. Toll. Freue ich mich. Ja. Wie jetzt da rumläuft, ne? Dieser Kylo. Jetzt haben wir hier. Die ist vom Widerstand. Das weiß ich. Widerstand, welcher Widerstand? Schlägerei jetzt? Haben wir geschafft.
Und das sogar. Ach, der, die war sogar vom Widerstand. Und jetzt haben wir aber noch eine Sympathisantin vom Widerstand. Aha! Hey Leute, ist ja wild. Und jetzt bringen wir die da rein, oder was? Okay. Widerstand, noch eine vom Widerstand. Nicht nur Sympathisantin. Ach, das zählt gar nicht. Das ist einfach nur. Ach, wild. Das ist aber gemein hier. Widerstand. Bewohner. Bewohner. Es zählt nicht mal der Widerstand selbst. Wir müssen Sympathisanten finden. Ja, okay. Also wir liefern zwar gerade das Richtige. So Hölle geht hier. Denke ich mir auch. Denke ich mir auch. Ja, Dankeschön, Katastrophe. Was zur Hölle geht hier ab? Denke ich mir auch. Ehrlich. Nee, hä? Wo sind denn jetzt diese Sympathisanten? Finde ich okay. Hier. Ich hab dich gefunden. Ich hab dich entdeckt. Du Sympathisantin. Ja, was zur Hölle geht hier ab? Ist halt wirklich so, was geht hier ab. Aber jetzt mal ganz ehrlich. Wir haben im Prinzip den Widerstand gefunden, aber es zählt nicht, weil wir müssen ja die Sympathisanten finden. Widerstand, ich, welcher Widerstand? Janine? Lukas? Und jetzt? Und jetzt? Hallo? Kämpfen. Erwischt. Okay, jetzt bringt sie die auch ins Gefängnis, ja? Gut, toll. Also, zum... sehr nett. Ach, die werden ins Schiff gebracht. Aha, aha. Ich weiß ja nicht, was ich davon halten soll. Ich weiß es nicht, ganz ehrlich. Ein Schurke, hier. Ach, die spawnen hier hinten, oder was? Aus dem Loch kommen die raus. Du hast immer noch den falschen Wochenplan drin. Ich weiß, es hat sich nicht mehr gelohnt, am Donnerstag den zu tauschen. Deswegen habe ich es gelassen und der aktuelle Plan kommt ja erst heute Abend, also von dem her. Das weiß ich schon, das weiß ich schon. Oder was? Überhaupt am Donnerstag? Nee, es war am Samstag. Ach, ist ja egal. Auf jeden Fall hat es mir gelohnt. Und der neue kommt erst heute Abend. So. Jetzt hat sie es einfach abgebrochen. Ich glaube, ich gehe jetzt schlafen. Bin extrem müde. Gute Nacht, Liebe. Dann schlaf gut. Und träum süß. Und schön, dass du da warst. Ich habe mich gefreut. Am Freitag war das. Ja, genau. Irgendwie da. Hat sich nicht mehr gelohnt. Ich hoffe, noch was zu finden zur Lösung der letzten Lektürfrage. Du arme Maus. Die Cora schaut zu. Wolltest du es sagen? Alles klar, danke Lukas. Gar kein Ding. Hier steht auch so ein fancy Schiff. Hier, gefunden. Gefunden, gefunden. Wieso können wir den nicht anklicken? Mann! Was wir überprüfen? Oh mein Gott, er hat einen Stromschlag bekommen und ich erschrecke mich. Ich habe gerade aus dem Twitch geschlossen und check es nicht. Ich habe vielleicht heute noch die 100.000 Sandkörner. Du bist doch verrückt. So, bin wieder da. Baby. Baby. 100.000 Sandkörner. Klar, ey. Wir haben sie gefunden. Die Sympathisanten. Was denkt ihr, wie weit oben wir im Rang sein müssen, damit wir mit Kylo was anfangen können? Also mit Kylo ist schon fancy. I mean. Mit Chewbacca wäre aber auch fancy gewesen. Was? 100.000? Ja, ja. Clara ist eine wilde Hilde. Nein, wir haben schon wieder Hunger. Es kann doch nicht sein. Es nervt. Mögen wir nicht. Du weißt, dass die dann gestrichen werden. Ja, ja.
Die müssen in einer gewissen Zeit eingelöst werden, klarer, weil sonst verlieren sie Wert. Gefangene zum Gefangenenschiff bringen. Oh mein Gott, wie wir aussehen. Die Gefangenen sind sicher in der TIE Echelon untergebracht und bereit für die Überführung. Chloe nähert sich dem wartenden Sternenzerstörer, um die Übergabe abzuwickeln, als sie eine laute Explosion hört. Das Schiff wird heftig erschüttert. Wir wurden getroffen, ruft KT-628 aus dem Heck. Ein X-Flügler des Widerstands befindet sich auf Angriffsposition. Was soll Chloe tun? Zurückschlagen oder Verstärkung anfordern? Ich würde sagen, wir fordern Verstärkung an. Also hallo! Schön, dass du da bist! Hi, hi! Der Pilot des Widerstands lässt einfach nicht locker. Wir schaffen es nicht mehr zum Sternzerstörer, schreit KT-628. Chloe fordert Unterstützung an, denn und schnell tauchen ein paar TIE-Jäger auf, um die Echelon zu verteidigen. Als der X-Flügler bemerkt, dass er unterlegen ist, dreht er ab, um zu fliehen. Die TIE-Jäger verfolgen den Halunken des Widerstands. Sie werden keine Gnade zeigen. Was soll Chloe tun? Gefangenen abliefern. Wir haben eine Mission zu erledigen. So, Leute, ich gehe mal. Komm später vielleicht nochmal. Macht das, Pauline. Habt einen schönen Abend. Chloe lässt die TIE-Jäger die Verfolgung aufnehmen, als sie die Gefangenen beim wartenden Sternzerstörer abliefert. Meldet sie die TIEs, dass die X-Flüge zerstört wurde. Trotz der Schwierigkeiten war die Mission erfolgreich. Und Leutnant Agnon wird erfreut sein. Yay! Was passiert eigentlich, wenn wir zerstört werden? Sterben wir dann? Hab Angst. Das wäre schlecht. Ja, wieso geht denn jetzt der Agnon weg? Hallo? Agnon! Ja, ja. Sturmtrooper-Outfit. Aha. Galaktische Eroberung erzählen. Fancy schmancy. Oh, Trooplerin. Oh mein Gott. Guckt mal, Leute. Wir sind schon richtig fancy. Okay, ich versuche nochmal mit Kylo zu reden. Vielleicht redet er ja jetzt mit uns so. Freundlich. Geschichte über galaktische Eroberung erzählen. Wir talken mal, ja? Wir talken mal. Vielleicht ignoriert er uns jetzt nicht. Und ich möchte unbedingt so ein Outfit, Leute. Ich möchte ganz kurz noch in den anderen Bereich und ein Outfit abchecken. Tag für schön. Triumphierend wegen eines unversehrt überstehenden heftigen Handgemenges von Selbstsicherheit gestärkt. Im Namen der Ordnung. Es ist schön, jemanden zu treffen, der ebenfalls die erste Ordnung unterstützt. Ah, ja. So eine Bestückung. So eine Bestückung. Naja, okay. Okay, gut. Also wir können nicht mit ihm flirten. Er ist wütend. Ich hoffe nicht wegen uns. Ja. Aber ich habe den Plan. Wir wollen Kylo Ren. Ganz einfach. Das ist ja wohl glasklar. Sonnenklar ist das. Mhm. Doch gleich nachher mit Janine. Hör auf, sonst weine ich. Oh mein Gott. Okay, wo kann man hier Outfits nochmal planen? Hier so? Irgendwo war das doch. War doch hier irgendwie so ein Häuschen. Essen. Essen. Hm. Batu-Outfit planen. Fancy!
Fancy Schmancy, Leute. Fancy Schmancy. Wie freu. Du, du, du. So. Girl, was haben sie uns jetzt anzubieten? Ja, okay, aber so geil sind die Sachen jetzt echt nicht, ne? Sympathisanten des Widerstands, Rekruten, Banditen der Schurken. Aha. Aha. Naja. Naja, also Leute, ganz ehrlich, so nice ist das jetzt echt nicht. Aber ich sag mal, okay. Wir gönnen uns halt einfach mal so ein Outfit noch dazu, gell? Ich meine, wir haben uns ja gerade erst freigeschaltet. Mit so einer schicken Cap ist ja wohl voll klar, dass wir die jetzt aufziehen müssen. Finde ich unglaublich fancy. Nicht? Aber darauf kommt es ja nicht an. Also darauf kommt es nicht an. Und wenn wir diese fancy Cap haben, haben wir auch die langen blonden Haare, damit unsere Fanciness aus angezeigt wird. Das ist ja wohl ganz klar. Ne? Es ist ja ganz klar. Super Sache. Clara spart einfach für 10 Autogrammkarten. Einmal Janine im Bruno-Stream zu ärgern, oder was? Einmal? Da ärgert sie mich nicht. Einmal. Also da kann sie 10-mal behalten und hat dann immer noch genug. Was ist denn jetzt los? Warum ist es jetzt buggy? Was ist jetzt los? Naja, wir wollen sowieso zurück. Oder passt? Hä? Ah. Was war das denn? Habt ihr das auch gesehen? Dinge waren merkwürdig. Dinge sind passiert. Also wir kehren wieder zurück nach Hause. War fancy, war fancy. Also Urlaub beenden war toll auf Batu. Gibst du mir eine ab? Autogramm catchen. Chloe ist so hübsch. Es freut mich, dass du es findest, Gurki. Das freut mich. Feindin sind wir jetzt schon vom Widerstand. Wowi, Feindin. Oh, Play sollte ich vielleicht drücken, gell? Dann läuft's auch. Aber wo ist denn, wieso, was ist das jetzt? Naja. Was macht sie denn jetzt? Chloe, auffrischen. Chloe, ich möchte bitte, dass du nach Hause gehst. Hause gehen. Das Spiel ist jetzt verbuggt. Das will ich doch gar nicht. Wir sehen nichts mehr. Hallo. So, wir sind wieder back. Können wir jetzt einfach den Urlaub beenden und nach Hause? Ja, Urlaub beenden. Okay, pass auf. Wir einfach Urlaub beenden, ne? Und dann... Nein! Nein! Ja! Eieiei. Aber dafür eine liebenswerte und die alles gut sieht. Ich bin eine gnette Gurki. Die Musik ist fancy. Welche Musik? Die aktuell läuft? Oder meinst du in Sims jetzt? Ah, das sind wir wieder. Keine Ahnung, was war. Aber es war halt irgendwas, gell? Jetzt ist halt die Frage, hat sie jetzt wirklich getrunken? Nötige Nahrung. Ich heul, ne? Wenn sie jetzt wirklich gesoffen hat. Also es war jetzt wirklich scheiße, gell? Oh mein Gott, es ist Silvester. Wir haben einfach an Silvester unsere Kinder alleine gelassen. Wir sind voll die schlechte Mutter. Oh mein Gott, trinke, Tag.
Tanz oder machen Musik. Ja, okay, guck mal, wir tanzen. Oh mein Gott. Sie kann es noch nicht, naja, okay. Oh mein Gott, Chloe. Geht ja gar nicht. Naja, gut, jetzt tanzen wir immerhin. Was gibt's dann hier? Vorsätze fassen. Ups, was hab ich gekriegt? Wir wollen einen Vorsatz. Stopp, Girl, stopp. Vorsatz fassen. Bestreben, schwierig. Partner finden ist ein Vorsatz, den finde ich gut. Den setzen wir uns. In den Sims, hab das Star Wars Pack. Ich hatte heute so einen Mittagsschlaftraum. Ich war mit so einem Typen aus meiner Schule zusammen. Ich habe mit diesem Typen nie geredet. Ich weiß nicht mal, wie der heißt. Ja, der war dann mit und auf Klassenfahrt und so ganz komisch. Katja will. Wieso träumt ihr so komische Sachen? Ich möchte bitte, dass du nochmal tanzt. Dann müsst ihr das ja abschließen. Ach, und die Kinder können auch Vorsätze fassen. Vorsatz fassen. Fortschritt befördert wird. Eine Fähigkeit verbessern. Und Malte. Was möchte Malte? Malte. Im Mondlicht baden. Möchte besser in der Schule werden. Sehr schön. Und was ist das jetzt? Tolle Musik. Das ist die gruselige Musik, Marc. Countdown bis Mitternacht. Sieh dir den Countdown bis Mitternacht im Fernseher an. Ach man, wir haben doch keinen Fernseher. Das ist halt schon doof. Aber ich weiß gar nicht, also wir können natürlich einen kaufen. Ich meine, wir haben 34.000. Eine Freundin von mir nennt mich immer komischer Traum. Wirklich? Aber verdient, ne? Also ganz ehrlich, Cookie ist schon verdient. Hier, finde ich, ist der einzige Place für einen Fernseher, gell? So ein riesiger... Ja, warum nicht? Komm. Haben wir halt hin, dann so eine Kiste, weil wir es können. Gell, wir können es halt. So, okay. Countdown bis Mitternacht ansehen. Okay, funktioniert sogar. Countdown bis Mitternacht ansehen. Yay! Yeah! Wir haben es geschafft. Chloe, guck's jetzt bitte auch an, ja? Ja, okay. Ja, da habe ich es halt verdient, aber ich kann doch nichts dafür, dass ich träume. Ich wäre eine Fanta-Flasche, die Dance-Shows gibt. Also du träumst aber wirklich so wilde Sachen, Gurki, ist ja echt nicht normal. Ich habe auch mal geträumt, dass ich im Schwimmbad bin, aber ganz alleine. Also das war verflucht. Und dann habe ich mit Geistern geredet und ich hatte den sauer gemacht und dann hat er mich ertränkt. Was? Silvester TV ansehen. Hä, wir haben noch den Countdown angesehen. Ah, jetzt. Wieso haben wir es noch nicht abgeschlossen? Soll sie jetzt singen üben? Mir doch egal. Kann er auch singen? Ja, tatsächlich. Sollen alle singen üben, finden wir gut. Dida. Hey! Sehr schön. Finden wir gut, okay. Eieiei. Ich weiß auch nicht. Katja, gruselig. Gruselig, du. Gruselig. Ich wollte es gar nicht weiterlaufen lassen. Naja, egal. Es ist ja mal so schrecklich. Bitte geh einfach schlafen. Was ist los? Ich
Ich weiß nicht, welche Geräusche das waren. Sie waren gruselig und es hat mir gereicht. Ich möchte solche Geräusche nicht nochmal hören. Dankeschön. Vorsatz umgesetzt! Oh, Mensch, Rudi. Massenveranstaltung? Was für ein was haben wir abgeschlossen? Herzlich willkommen in der Wüste. Schön, dass du da bist. Es geht dir gut. Hallöchen und vielen Dank für deinen Follow. Ein Herzchen und ein Küsschen an dich. Hallöchen. Literina, hallöchen. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Veranstaltung mit allen Sims 50 oder höhere Gesellschaftsereignisse. Ah. Hallöchen, hallo. Wie geht's dir? Schön, dass du schreibst. Okay, wir müssen jetzt wirklich mal, wir müssen noch mal Plasmabeutelchen kaufen. Ey, da geht ja das Geld weg wie nix, gell? Weg wie nix. Wie sollen wir da 14 Tage aushalten? Oh, ich weiß, wie wir es machen. Leute, wisst ihr, wie wir es machen können? Wir könnten uns einen Sarg kaufen, wir können halt einfach schlafen, ne? Also klar ist es dann halt ein bisschen doof, weil wir halt mit Chloe nicht aktiv spielen in dem Moment, aber wir können mit den Kindern spielen und Chloe kann schlafen und dann ihr Bestreben abschließen. Das wäre fancy schmancy. Ich habe mir geträumt, dass ich mit meinem Crush zusammen war und der hat mich immer Gurki genannt und der hat mich mal Gurke die Gurki genannt. Dann wurde ich in eine Gurke mit Armen und Beinen verwandelt. Das Ballett getanzt. Hä? Gut, nur ich habe momentan relativ stark gespart und oh no, aufgrund von bevorstehender Periode, aber sonst geht's mir gut und dir auch gut, auch gut. Gar nicht schön. Ich wünsche dir auf jeden Fall gute Besserung. Mach dir eine Wärmflasche und ein Teechen vielleicht, ein Tee. Vielleicht geht's dir dann besser. Hoffe ich doch. Einschlafen mit dir, was will ich mehr? No, Literina, danke schön für deinen Lurk-Support und schlaf gut, du Maus. Schlaf gut. So, haben wir jetzt eigentlich oben immer noch nicht. Ach, sag mal, gibt es irgendeinen Tipp? Also gibt es irgendeinen Tipp? Okay, ich gebe zu, dass ich es verdient habe, komischerweise genannt zu werden. Okay, ich gebe es zu. Ja, das stimmt schon, Cookie. Also deine Träume sind so wild, sowas habe ich noch nie gehört. Also ich meine, ich habe auch schon wilde Sachen geträumt, aber das, du toppst ja wirklich. Also du toppst es ja wirklich. Okay. Ich weiß halt echt nicht, ab wann wir Kylo aufreißen können, ne? Ist halt echt so. Das ist die Frage, die ich mir stelle. Welchen Rang müssen wir haben, um Kylo Ren aufzureißen? Und die nächste Frage ist, ab wann bekommen wir unser Lichtschwert? Das ist eine berechtigte Frage, finde ich. Das ist eine berechtigte Frage. Ey, es nervt mich. Wir haben jetzt 10 Blutbeutel reingefressen und wir sind nicht voll. Oh, krieg die Krise. In der Zeit können wir mal kurz abernten noch. Dann haben wir schon wenigstens das. Meine beste Freundin hat mir ein Geschenk für komische Träume gemacht und meine andere Freundin hat mich dann Königin der komischen Träume genannt. Ich habe eine Medaille bekommen. Meine Freundin sind auch komische, die Träume. Was? Was? Es ist schon Frühling. Sehr schön. Freuen wir uns drüber. Okay, aber wir haben es jetzt trotzdem geschafft. Wir haben immer noch nicht vollen Hunger erreicht, aber I don't know. Ah, gut, dann müssen wir halt nochmal was kaufen. Gibt es keine großen Plasmabeutel oder irgend so ein Stuff? Ist ja wirklich schlimm.
Also es ist halt wirklich eine Unverschämtheit schon. Und dann immer Leute auszusorgen. Hm. Für eine komische Freundschaft. Ach, ich find's süß. Ich find's süß. Jeder hat seine Macken, Gurki. Und bei dir sind die Träume. Gibt's Schlimmeres. Einmal noch. Und dann können wir zu Kylo rennen. Dann können wir zu Kylo rennen, Leute. Ich habe noch mehr Nacken. Nacken. Macken. Da, da, da. Mmh, Schoko-Zitrone. So, Urlaub nehmen. Alleine. Aber ich muss sagen, ich finde das Pack tatsächlich cool, weil man da Aufgaben erlebt und aufsteigt in Ränge. Und dann kannst du ja drei verschiedene machen. Finde ich tatsächlich cool. Ich habe es ja noch nie gespielt, das Batuu Star Wars Pack. Also auf jeden Fall cool. Ich mag auch das Strangerville Pack mit der Story, dass man das erkundet und so. Also ich muss schon sagen, ich liebe ja sowas. So Storytelling ist echt nicey. Nicey scheißy. So. Bitten, Missionen anzusehen. Vielleicht wieder irgendwie eine coole neue Mission. Wobei halt diese einfachen Missionen sehr nice zum Boosten sind, ne? Also die von denen hier. Wir müssen Kommunikationssystem gründlich überprüfen. Ist halt super, wenn wir sowas machen. Jetzt mal ganz im Ernst, weil... Wollen wir mich veräppeln? Ach, okay. Wollte gerade schon sagen. Wieso hat das jetzt nicht funktioniert? Entschuldigen Sie bitte. Gut. Überwachungssystem. Bitte machen Sie das. Finde ich gut. Meine Freunde finden es komisch, dass ich Tom Holland als ein Hot Hot Dog bezeichne. Kann man ihm auch Bescheid sagen? Ich glaube nicht. Ist ja egal. Wir müssen jetzt sowieso zu Leutnant Agnon zurück, um die neue Mission dann anzunehmen. Aber es lohnt sich einfach. Agnon, bleib hier! Ja. Hilfi. So wunderschön. Super, super. Yay. Wieso macht sie schon wieder so komischen Mist? Sie hat doch gegessen. Wuschel, Hallöchen! Kumpel! Schön, dass du da bist. Wie geht's dir, du Maus? Wir brauchen Hilfe bei der Versorgungsmission. Hä? Brauchen wir Besatzungsmitglied? Aufklärungsgesuchte Verbrecher. Das machen wir. Kriminellen ausfindig machen. Das ist cool, das ist cool. Okay, da gehen wir hin. Gut, und dir, Hübschi? Mir geht's auch gut. Mir geht's auch gut. Voll schön von dir zu lesen, du Maus. Sehr schön von dir zu lesen. Also, kriminellen Ausfindig machen ist ja hier, gell? Auf Batuu fragen sie nach der Aufenthaltszone. Oh mein Gott, ich bin so eine lustige Karotte. Ich dachte halt. Nein. Gehen wir wieder in die Bar! Ich liebe dieses Ding, ne? Also, die Musik ist ja wohl hier super. Können wir ihm auch da fragen? Batuu? Nach Aufenthalt des Kriminellen fragen. Können wir. Ich dachte, es ist halt in der Kantine gewesen. Naja, war ich halt wieder zu voreilig. Ist ja egal. Ich kann dir möglicherweise helfen, den Kriminellen zu finden gegen eine Belohnung. Gerechtigkeit ist nicht gerade günstig.
verabschiede mich ab hier. Ich muss weiter komisch träumen. Ich muss weiter definitiv sein. Und noch ganz, ganz viel Spaß euch. Und ich hatte hier sehr viel Spaß. Vor allem, dass ihr es nicht komisch findet, was ich träume. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Und ganz, ganz viel Liebe an euch. Alle und allen eine schöne Nacht und schönen Abend noch. Und ganz, ganz viel Spaß. Tschüssi. Cookie, ich wünsche dir einen wunderschönen Abend. Schön, dass du da warst. Und ganz, ganz tolle fancy Träume. Bye, bye, meine Liebe. Schlaf gut. Was hat sie denn gesagt? Ich habe nichts gesehen. Ich schwöre, ich weiß nicht, wo der Kriminelle ist. Ja, okay. Was können wir jetzt machen? Ach, 50 Credits, die können wir uns gönnen hier. Simsi Sarah, Hallöchen. Schön, dass du vorbeischaust. Hi, hi. Sieh in der Kantine nach. Ich habe gestern am späten Abend eine verdächtige Person dort gesehen, die deine Beschreibung entspricht. Solange du Credits mitbringst, habe ich die richtigen Informationen für dich. Hä? Sind wir nicht in der Kantine? Sind wir nicht in der Kantine? Doch, klar. Ogas Kantine. Verarscht er uns? Endlich Feierabend. No, ich habe schon gehört, du hast Spätschicht, no, die Woche, du arme Maus. Armes Mäuschen. Du bist voll beschäftigt. Da, 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 da. Ja, ich check nicht, was wir jetzt machen sollen. Oh nee, 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 nee. Können wir die fragen? Oh, die ist sowieso sauer auf uns. Ausweisüberprüfung, Kriminelle soll zwischen 21 und 5 Uhr in der Kantine sein. Wollt ihr mich veräppeln? Oh, zwischen 21 und 5 Uhr? Aber du bist Donnerstag zum Glück. Kann ja nur eine Mission aktiv sein, ist ja voll doof. Michelle, hallo! Wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Hi! Wie geht's dir? Alles gut? Und dann am Donnerstag, Sarah, hast du Sarah frei? Gadula, Menschigabula, Pippidi-Pappidi-Bu. Fügt sie zusammen und mach was daraus. Pippidi-Pappidi, Pippidi-Pappidi, Pippidi-Pappidi. Aus. Gut, und dir auch gut. Aus. Jo, Michelle, danke fürs Mitmachen. Du. Das ist halt jetzt voll blöd. Aus, ja. Das ist jetzt halt wirklich blöd. Ich muss jetzt halt irgendwie vorlaufen lassen, die Zeit, gell? Kann ich irgendwo ein Nickerchen machen? Sitzen. Kann man hier irgendwo ein Nickerchen machen? Wisst ihr das zufällig? Zwei Tage ausgehalten, oh Gott. Ogas Kantine betreten. Ja, das sind wir ja gerade, oder? Hast du schon das Werwolf-Pack? Yes, Fusselwuschel. Delia, danke für dein Aus. Nitalina, danke für dein Aus. Dankeschön. Ja, ich habe das Werwolf-Pack. Wir haben es am Donnerstag letzte Woche live im Stream gespielt. Kannst du dir gerne angucken. Müsste noch auf Twitch sein. Wir können hier nirgends schlafen. Warum nicht? Naja, okay. Können wir vielleicht irgendwas fancy zur Lichtschwert-Herausforderung gehen? Ja, okay. Why not? Gehen wir halt mal hin. Oh Gott. Haben wir jetzt nichts vor. Können wir so einen kaufen? Nee. Ich suche Teilnehmer für Lichtschwert-Duell. Komm zu mir, wenn du interessiert bist. Keine Sorge, ich kämpfe fair. Meistens zumindest. Machen wir. Abschließen. Suche den Herausforderer im Black Spire Außenposten. Er trainiert mit einem Lichtschwert und ist durch ein Symbol am Kopf. Wo? Ja, sehr gerne. Komme ja leider nur selten zu deinen Streams. Ja. Das stimmt. Black Spire Außenposten. Okay. Kind krabbelt jetzt. Oh, wie schön. Wie schön. Ich finde es toll, wenn du streamst. Du bist die coolste, netteste, hübscheste und beste Streamerin. Ach Gott, reiß ich kenne. Kenne und es freut mich, dass es dich überhaupt gibt. Ich habe dich gerne, es hört sich so komisch an. Ach, Michelle, ich danke dir für deine lieben Worte. Vielen, vielen Dank. Es freut mich voll zu hören. Dankeschön. Michelle, ich drücke dich ganz, 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 ganz doll für die lieben Worte. Ich danke dir.
danke dir. Liebe, einmal ganz viel Liebe, ja, ganz, ganz viel Liebe, Michelle. Danke, danke, danke. Es freut mich sehr, sowas zu hören. Nee, Evelyn, wir haben jetzt gerade gar keine Zeit. Wir müssen jetzt Lichtschwert-Herausforderungen oder was auch immer machen. Sag es keinem weiter, aber Savi hat ein Geschäft im Black Spire aus dem Posten, wo du alles bekommst, was du brauchst. Oh, sie hat sich angeschossen. Okay, blöd. Savi, wo ist Savi? Savis Workshop. Ah. Ich freue mich natürlich auch, dass es die Leute im Stream gibt. Ich habe euch alle sehr ins Herz geschossen. Ach, Michelle, du bist so lieb. Dankeschön. Das freut mich absolut zu hören. So was Liebes, dankeschön. Hallo? Ich möchte gerne im Workshop einkaufen. Macht und Kontrolle. Das Lichtschwert ist eine elegante Waffe aus einem zivilisierten Zeitalter. Es durchschneidet die stärksten Materialien. Die ausgeklügelten Waffen. Herzlich willkommen in der Wüste. Schön, dass du da bist. Es geht dir gut. Hallöchen und vielen Dank für deinen Follow. Hi, hi. Die ausgeklügelten Waffen werden in erster Linie von Jedi und Sith verwendet. Aber Savi hat eine Möglichkeit gefunden, sie ohne den Einsatz der Macht nachzubauen. Okay, da steht genau das gleiche. Elegante Lichtschwertgriff, Frieden und Gerechtigkeit oder Macht und Kontrolle? Was wollen wir haben? Im Herzen ihres Lichtschwerts befindet sich ein Kristall. Die meisten stammen vom Planeten Ilium. Die Kristalle können mit einem Lichtschwertgriff kombiniert werden, um ein funktionstüchtiges Lichtschwert herzustellen. Ah! Das und das. Jetzt müsste er eigentlich rot und blau, müsste er eigentlich sein Lila geben? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht, man kann nur hoffen. Kristall anbringen. Gell? Super Sache. Und? Oh, nö, es ist blau, aber es ist trotzdem fancy. Hallo, ich kann nicht wegmachen. Den Plumbob. Guck mal, wie sie sich freut. Aber es passt auch zu ihren Augen. Fancy schmancy, that girl. Supi. Einfach ein Lichtschwert, die Chloe. Chloe, die wilde Hilde, hat ein Lichtschwert. Oh mein Gott, wie cool ist das denn? Und jetzt können wir gegen die kämpfen, oder was? Und ich sag vorhin noch, wie bekommen wir ein Lichtschwert? Supi. Bei Lichtschwerttraining zusehen. Ich möchte eins machen. Ich möchte mit dir kämpfen. Aber wir haben doch jetzt eins. Wäre das schönes für Thumbnail. Doch schon Screeny gemacht worden dafür. Mit Lichtschwerter sparen. Mit Lichtschwerter herausfordern. Ja, ja. Mega cool. Haben wir wenigstens die Zeit genutzt. Das ist ihr Druide, mit dem sie das spielt, oder was? Cool. Sehr gut. Ja! Okay, ich finde, du hast genug angeguckt. Jetzt wollen wir sehen, wie du das machst, Chloe. Oh mein Gott. Wowie! Das geht so wild plötzlich ab. Leute, was geht denn hier ab? Okay, also man muss schon sagen, sehr cool, ne? Also es ist schon sehr cool. Coolio. Einfach Coolio. Und jetzt gewinnt dann auch wer? Oder wie ist das? Fancy. Einfach fancy. Jetzt kann sie sich mit Lichtschwertern messen und auch noch Vampirkämpfe machen. Also sie ist ja einfach
Tschu, 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 tschu. Ju, ju, ju. Und? Und? Oh? Wie sehr gefällt es dir, überlegen zu sein? Chloelos Gruppe folgendes erhalten. Yes! Yes! We got this! We got this! Nice. Cool! Ah, jetzt haben wir... Ersetzen. Ach, wie cool. Wenn wir da kämpfen, bekommen wir andere Farben. Ist das Star Wars Pack? Ja, Sandy. Ja, toll, oder? Ja, das ist das Star Wars Pack. Naja, sie soll ja auch der perfekte Sim werden. Ja, aber ich finde es halt trotzdem fancy, weil ich kenne es halt nicht. Unerledigte Angelegenheit? Hä? Was ist los? Wegen Verbitterung gegenüber jemandem in der Nähe? Ach so. Wir können sie einfach... nee, können wir nicht. Bisschen nett. Mich nervt dieses Bestreben. Also das macht mich halt echt fertig. Vor allem check ich es halt nicht. Weil wir haben doch davor schon 5 Tage in Folge nicht getrunken. Nee, nicht ausgiebig getrunken. Ah. Blöd. Liebes, brauchst du noch Sims für irgendeinen deiner Sims? Da ich jetzt auch Max das Match benutze. Hau raus! Also im Discord sind die ganzen Challenges aufgeteilt. Oder wenn du Ausrufezeichen Challenge eingibst und auf die verschiedenen Challenges drückst, dann kommst du zu den Hashtags, was gerade gebraucht wird. Ja. Juppie! Yes! Aber jetzt haben wir es bald, gell? Weil wir können jetzt bald die Sachen... Ausweis überprüfen. Ich dachte, es geht nur um Füß. Nachts. Ja, schon nachts. Hä, wo ist unsere Aufgabe? Unsere Aufgabe ist nicht mehr da. No way, no way. Stopp, stopp, stopp. Also das sehe ich nicht ein. Dina, hallo. Schön, dass du da bist. Wo ist unsere Aufgabe hin? Nicht in Ordnung, nicht in Ordnung. Wir haben uns den ganzen Tag um die Ohren geschlagen, nur um diesen Verbrecher zu finden. Und jetzt ist das einfach aus. Die Aufgabe sehe ich nicht, an. Werwölfe lauern in den Ecken. Wenn es etwas gibt, das Randalieren der Werwölfe nicht schnallen, sind das verschlossene Türen. Bild. Ich bin ja gespannt. Bruno bekommt ja ein Werwolfkind. Und als nächstes packen wir ja mit Chloe dann das Werwolf-Pack an. Bin ich ja sehr, sehr gespannt. Bitten, Mission anzusehen. Ey, entschuldige bitte, ich möchte jetzt den Schurken fangen. Gib mir den Schurkenquast. Ich brauche eine weitere Besatzung. Aufklärungsmission. Verbrecher. Da. Kantina. Ich nehme an, dass er in Funktion und Widerstand gebührt. Schnapp ihn dir. Aha, aha. Das wollen wir. Und jetzt gehen wir wieder in die Kantina. Frech. Ah, Leute. Ich habe es gemacht. Ich habe mich getraut, meinen Crush anzuschreiben. Ach, schön, Michelle. Und hat er schon geantwortet? Dü. Dina, wie geht's dir, meine Liebe? Alles okay? Dü. Tada! Was weiß ich mit Briefen? Ganz genau, 21 und 5 Uhr. Wir können ja... auf jeden Fall mal irgendwie was bestellen oder so. Oh mein Gott! Katastrophe! Ja, alles super bei dir auch. Unlock. Ah ja, Gott sei Dank habe ich es nicht vorgelesen, gell? Mann, ey. Warum habe ich es denn vorher nicht gelesen? Quarkzolina! Oh mein Gott, ey!
did it. Mein Gott, hab ich mich erschrocken. Ja, Alexandra, ich mich auch. Uiuiuiui. Nee, noch nicht, aber er und ich singen sehr gerne für unser Leben und er hat Voice Kids mitgemacht. Oh, aber es ist nicht der Grund, ich liebe ihn sehr. Er hat so einen tollen Charakter. No, Michelle, du Süßi. Ich mach's jetzt einfach selber an der Bar irgendwas, ja. Kann sie Getränke mixen? Ja gut, das finde ich eigentlich ganz gut. Kann sie ja tatsächlich machen. Entschuldigung. Entschuldigung. Danke, Katastrophe. Entschuldigung. Eieiei. Katastrophe ist in the room. Ja, ja. Oh, jetzt ist 21 Uhr, sowas Sache. Okay. Schurke. Bewohner. Ausweis überprüfen, um Kriminellen zu identifizieren. Der sieht auch fancy aus, könnte auch einer sein. Sabine, gute Nacht! Let's spend the night together, together in my room. Das ist okay, geht weiter, okay? Nicht okay. Und der sieht so aus, als wäre der frech. Das auch nicht. Steht er jetzt dann wieder krimineller oder ist das wieder so ein Ding, was da gar nicht steht und nicht. Der Ausweis ist okay, na toll. Dankeschön, Katastrophe für 100 Pizzis! Danke, danke, danke! Boom, 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 I want you in my room. Boom, 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 boom! Katastrophe! Wenn ich verhaften willst, musst du schon mit mir kämpfen. Ah, das ist sie! Katastrophe! Boom, 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 boom. I want you in my room. Ich verabschiede mich dann mal für heute. Hab einen schönen Stream und Abend. Dein Stream hat mir wieder richtig gute Laune gemacht. Alexander, vielen, vielen Dank. Danke für die Worte. Schlaf gut, meine Liebe. Dankeschön. Sie ist ohnmächtig geworden. K.O. geschlagen. Hä? Hä? Wie jetzt? Wir haben sie verhaftet? Aber wir haben sie nicht ausfindig gemacht. Chaos lieben wir, ich nicht. Bewohner von Batu. Barmann. Schurke. Hä? Nicht die von gerade eben wieder? Nee. Everybody wants a Katastrophe. Katastrophe. Kata, kata, Katastrophe. Kata, kata. Everybody wants a Katastrophe. Katastrophe-Lied und 275 Pizzis. Dankeschön. Dankeschön. Danke. Der Ausweis ist okay. Dann müssen wir das wahrscheinlich anders machen. Müssen wir wirklich nach dem Dings fragen, oder? Mehr. Nee. Wo sind denn die Batu-Sachen? Konito nicht Batu drücken. Wo ist denn Batu? Wurde bereits. Hä? Ich konnte doch da Batu und danach fragen. Ja,
mehr Auswahl. Frech! Everybody wants a Katastrophe! Katastrophe! Kata kata! Kata kata! Everybody wants a Katastrophe! Der Ausweis ist okay, ich krieg gleich die Krise, ne? Klicke auf die Sims auf Batu und frage nach dem Aufenthaltsort. Ja, ist ja toll. Aber kann ich ja nicht. Mehr? Batu. Es kann jeweils nur eine Mission aktiv sein. Du kannst die aktuelle Mission... Ja, toll. Ich möchte jetzt keine Dings... Das haben wir doch schon gemacht. Ich heul gleich. Wir haben uns doch gerade mit der einen Tuse geschlägert, gell? Wo ist denn die jetzt? Die Kamera zentrieren. Da! Das ist doch die Kriminelle. Aber ich kann halt niemanden mehr fragen. Aber wir haben doch schon gefragt. Ich verstehe es jetzt nicht. Hilfe! Nein, der ist voll süß. Das war halt, glaube ich, meine Ordnung von Büchern aus. Einsetzen. Warum? Was ist los? Der Ausweis ist okay? Nickelallergie lässt grüßen. Oh, hä? Leute, ich brauche Hilfe. Dieses Pack macht mich fertig. Dieses Spiel macht mich fertig. Aber wir haben doch bereits Nacht. Ich check's nicht. Also wir haben den Kriminellen ja festgenommen. Wir haben ihn ja identifiziert, Leute. Aber warum funktioniert da jetzt der Aufenthaltsort nicht? Kann da schlecht helfen, hab's selber nicht. Ja, aber ich check's nicht. Schwindeln, um Credits zu erhalten. Fragen nach. Meine Ohrlöcher jucken jetzt schon eine Weile und durch den Schweiß drücken die Augen gedrückt. No, no. Gut, was haben die für dich gedrückt? Ich bin mir. Für dich gedrückt? Von mir und dem ganzen Chat. Ja, genau. Jetzt habe ich es auch verstanden. Ich check's nicht, Leute. Ich check's nicht. Es hätte ja einfach mal super funktionieren können, gell? Aber nein. Ich löse es gleich einfach ein, weil ich kann niemanden mehr danach fragen. Ich check's einfach nicht. Ich gucke jetzt mal hier draußen, ob wir da vielleicht nachfragen können. Ausweis überprüfen. Nö. Hab das Werwolf-Pack nun auch. Sehr schön, sehr schön. Ich klicke das jetzt weg, weil wir haben das ja schon gemacht. Mir egal jetzt. Ich sehe es nicht ein. Ich sag's euch, ich sehe es nicht ein. So, dann gehen wir jetzt zum Dings. Wer ist denn das überhaupt, dass wir die ganze Zeit mitnehmen können? Und Fussel, was hast du schon gespielt, also vom Werwolf-Pack? Katastrophe. Kata, kata, Katastrophe. Kata, kata. By the way, kein Lexikon gefunden. No, mein Prof wird nicht begeistert sein, aber selbst schuld. Nein, nicht gut, nicht gut. Über fehlgeschlagene Festnahme berichten. Negativ?
Das ist jetzt nicht in Ordnung, Gott, ist nicht in Ordnung. Kann ich doch gar nichts für. Ach, Mission sehen. Ah, okay, dann wünsche ich dir ganz viel Spaß. Okay. Was wollen wir jetzt? Kein Rand von deinem Missionserfolg. Kylo, wir haben das alles super gemacht. Mhm. Was? Nein! Ah, wir müssen das doch also negativ sagen. Das ist blöd. Der ist natürlich sehr blöd. Kylo wird uns jetzt hassen. Den wollten wir doch... Füg sie zusammen und mach was daraus. Bippidi-bappidi-bippidi-bappidi-bippidi-bappidi. Aus. Ui, er ist schon hot. Er ist schon hot. Ja, ja, den nehmen wir, den Kerl. Den nehmen wir. Oh. Ja, entschuldige, Kylo. Entschuldige. Wie können wir uns denn jetzt entschuldigen? Können wir doch gar nicht. Aha. Wie können wir denn auf Patrouille gehen? Aha. Aha. Ich möchte gerne auf Patrouille gehen. Klicke auf Sims auf Baton überprüfen. Ach so. Schon wieder Ausweise überprüfen. Langweilig. Ausweise überprüfen. Los, mach das. Der ist in der Nähe. Wenn ich jetzt mehrere anklicke, dann rennt sie wieder um die ganze Weltgeschichte rum. Hallo, guten Tag. Sehr schön. Erste Ordnung im Überwachungssystem an Bedienfeldern und Blackspire Ausposten installieren. Hecke Bedienfelder. Nee. Ich möchte jetzt ungern. Ungern möchte ich Bedienfelder hacken. Das ist irgendwie so eine Sache, die stresst mich. Vor allem müssen wir jetzt wieder in den anderen Bereich rüber, gell? Also heute ist wild. Also wie gesagt, es ist wirklich wild. Super Sache, okay. Blackspire Außenposten. Geh mal wieder rüber. Schon Blüchel, hallo. Hi, hi, schön, dass du da bist. Wie geht's dir, du Maus? Wie geht es dir? Alles gut? Wer ist Mauloao oder wie sie heißt? Wer ist das? Blümchen. Ja, genau, Vogel. Im Discord steht's auch. Dieses Bedienfeld ist doch so an. Ist das ein Bedienfeld? Ja. Analysieren. Ah. Oh Mann, ey. Alles so, wir sind jetzt von dem Abend zurück. Wie schön. Und bei dir alles gut soweit. Alles gut. Ich möchte ein bisschen trotzdem analysieren. Ah. Mhm. You send me right out into space. Hacken. Space. Super! Sehr schön. Cool. Ach so. Was? Drei Stück. Ach Leute, von heute. Ist doch echt ein Witz. Wieso so viel? Nicht so viel. Aber wo sind denn die jetzt? Da 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 da.
hier ist noch eins. Perfekt. Analysieren. Das ist super. Aber wisst ihr was, Leute? Ich würde sagen, wir beenden jetzt heute den Stream einfach. Wir sind noch nicht halb so weit gekommen, wie ich wollte. Aber wir sind schon weit gekommen. Also ich bin froh. Wir haben einiges heute geschafft. Wir sind Troopler geworden. Ne? Also ich finde es eine super Sache. Ich würde sagen, ich beende hier den Part. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr gerne mal leicht dabei sein wollt, folgt mir gerne auf Twitch. Da heiße ich Severina, genau wie hier. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.